Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Was mussten wir machen? Kids brauchen wir. Genau, wir brauchen Kids. Brauchen wir erstmal Eisen? Und Klebeband, da ist es. So, das ganze Klebeband will ich erstmal nicht nehmen. Kommt 20. Das dauert doch ganz schön lange, ey. So ein Scheiß, ey. Ja, das ist erstmal wieder weg. Was steht denn als nächstes zur Reparatur an? Der Upgrade-Hammer, die Pike. Na, Feueraxt vielleicht. Komm, gib mir nochmal ein drittes, dann mache ich mich hier schon mal auf den Weg. Komm, gib raus hier. So. Dann sacken wir uns nochmal einen neuen Kaffee ein. So, haben wir alles. Ja, warte mal. Habe ich genug Muni mit? Ey, hier, nee, 99,762 ist mir zu wenig. Wir nehmen ein bisschen mehr mit. Ruhig hier 34 Schuss extra, einen zweiten Stapel. So, jetzt kurz zur Zombie-Falle, Beton ablegen. Dann fahren wir mal zum anderen Trader, wieder schon wieder was vergessen. Das holen wir gleich. Ach, scheiß drauf. Natürlich wieder Geld einpacken. Schon richtig ordentlich auf Tash. Auch jede Menge Eisen. Und weil der Bombix so vergesslich ist, müssen wir noch schnell das Geld holen. Ist zwar nicht viel, aber wer weiß, vielleicht hat er ja irgendwas Gutes. Ach nee, war die richtige Richtung. Da müssen wir ja auch hin. Ab zur großen Stadt. Wuseln uns hier durch, auf den Schleichwegen. Ja, das ist wieder ungefähr dieselbe Höhe, nur dass ich sonst immer weiter links lang fahre. Immer dieses Lag. Warte mal. Bevor ich hier die ganze Zeit weiter auf meine Markierung fahre, das ist ja nur so ein Haus hier. Aber ach. Ist egal, ich setze mir trotzdem einen hin, aber die Richtung wäre auch so gut gewesen.
Die hat uns noch nicht mal angebrüllt. Ich würde natürlich jetzt mit dem Auftrag, was ich vorhabe, hier so einen Plündern-Auftrag annehmen. Das kann natürlich jetzt bei dem Trader echt hart werden, wenn das irgend so ein Ding in der Stadt ist. Ich da wieder rumballer und dann kommst du von allen Seiten. Ja, das ist egal. Ich brauche hier mal ein bisschen Action. Und danach geht's dann mit dem Ressourcensammeln weiter. Na, bereit machen für Geier? Wenigstens jetzt mal das Buch vom Bunkerknacker-Mod oder den Bunkerknacker-Mod hätte. Das würde mir ja schon mal reichen. Ich ja Steine kloppen muss. Warte mal, Eingang ist da. Na, verfolgt er uns? Nö. Na, ab zu dem frechen Trader. State your business, fool. Ja, halt deine Schnauze. Bei dir müsste man eigentlich sowieso nichts kaufen. Immer nur verkaufen. So, was hat er denn hier? Ah, Totengräber-Mod. Nur Scheiße. Auch so ein Messbecher wäre halt auch echt geil. Hat er an Waffen? Nee. So, ja, der Mods, aber alle die, die ich nicht brauche. Oh, der wird sich gleich tierisch aufregen, weil ich nichts kaufe. Du hast halt hier wieder nur Scheiße. Naja, Stahl hätte, aber Stahl ist halt echt teuer. Ja, du hast halt nix. You're getting on my nerves, friend. Ja, du gehst mir auch auf die Nerven, ey. Hast du denn irgendwelche Aufgaben? So, abholen, abholen. Da, beseitige Zombies. Stufe 1. Zeig, dass du das Zeug dazu hast, ein Mitglied der Läufer von White River zu werden. Beseitige die Zombies in Fast Food 04. Jo, machen wir. Ja, der glaubt mir natürlich nicht, dass ich das schaffe. Es ist hier. Aber ich glaube, das ist noch sehr weit vom Stadtzentrum entfernt, so wie das aussieht. Da, es ist sogar ein Laden, ne? Hier so ein Poppenpilz, oder? Nee. Ist die Fressbude nebenan? Naja, wenn wir looten wollen, legen wir erstmal ein bisschen was ab. Hier, extra Muni erstmal raus. Nee, den Turm nehme ich natürlich mit. Die Pike brauche ich vielleicht. Messer eher nicht. Den Hammer auch nicht. Schaufel auch nicht. So, da kommt der Turm hin. Ah, hier. Kohle brauchen wir auch erstmal nicht. Was? Wo denn? Da, kommen sie. Oh, der hat schon mal ordentlich gekriegt. Und jetzt bist du dran. Hey, Geier, die machen einen immer wuschig. Hm, ist es doch hier noch nicht? Doch. Ist hier. Wo ist der Eingang?
Gibt's den Schieneneingang? Irgendwas hier hinter aufgewacht? Ja, wo ist er denn? Oh, da ist ein Bulle. Noch schläft der Bulle. Kommen wir jetzt hier auch schon wieder von allen Seiten, ne? Hey, sexy Hexi hier wieder. Dann kommt noch ein Crawler. Um den Bullen kümmern. Ja, jetzt werden sie auch wahrscheinlich von allen Seiten kommen. Autoluden? Motorsäge oder was? Nein. Willst du denn, ey? Wenn natürlich mal ein Messer abgelehrt. Scheiß aufs Gammelfleisch. Wir sind so gut mit Essen bestückt. Ja, nochmal Großvaters Ressource. Da kommt der Crawler. Einmal den Pistolenteiler. Hier ist eine Pike. Da ist auch eine Pike. Kennst du die Pike? Tut weh, ne? Bist du doof. Also ich habe jetzt keinen richtigen Eingang gesehen. Dann müssen wir uns irgendwo durchhacken, oder? Geht's noch irgendwo hoch? Ich hätte jetzt auch nicht drauf geachtet. Naja, ach so, doch hier. Ah, leider. Alles klar. Oh, das ist ein Feral. Kommt schwer ein Crawler. War jetzt nur gestunt oder ist er tot? Haben wir denn hier oben noch irgendwas? Nee, wir sollen in die Klappe rein, wa? Aber wie ganz ehrlich, hier ist schon wieder so viel eingesammelt. Da gehen wir nochmal ganz kurz ablegen. Was waren das für Teile? Motorwerkzeugteile. So, jetzt aber. Jetzt geht's drin. Und eigentlich, und auch erst das erste Mal, ne? Wenn wir da den Auftrag angenommen haben, dann können wir nochmal reingehen. Also wenn das immer noch so ist, das weiß ich nicht. Das ist das letzte Mal ausprobiert, bei der letzten Alpha. Immer Angst vor irgendwelchen Fallen. Wolle. Oh, oh. Alter, den haben wir gerade noch so erwischt, vor mir explodieren. Ich höre noch irgendwo Schritte. Gibt's nix. Könnten wir was essen. Ja.
Wenn wir jetzt nicht unbedingt die beste Hütte für so eine Säuberungsaktion bekommen. Na, was treibt sich hier noch um? Irgendwie Feralt? Ja. Kasse plündern! Na, er ist noch an der Tür. Da kloppt auch irgendwer rum. Däschchen? Sechs Kröten, ey. Ist jetzt schon wer drin? Nö. Aha, ist das schon der Endraum? Dem wird das ja nicht viel. Ordentliche Muni. Oh, ein Buch, was wir noch nicht haben. Kunst des Bergbaus, das ist ja schön. Sammle 10% mehr Erz mit einer Bergbauhacke oder Steinaxt. Achso, wenn du unter dem Einfluss von Koffein, ja, das trinken wir ja sowieso immer. Das ist ja wunderbar. Eine Futterkiste, hier kommt kurz zu machen. So, jetzt gehen wir raus, ablegen. Wirklich alles? Na, er ist hier so reingearbeitet. Rocker. Und dann kriegst du ein paar Kopfschüsse und bist weg. Da hinten kloppelt auch noch irgendwer rum. Wo ist er? Ist der immer noch hinter der Mauer da? Da war er vorhin schon. Oder die? So, ablegen. Kojote? Na, Rest geht nicht mehr. Tja, dann nehmen wir mal den Auftrag an. Wir sollen hier die Hütte von Zombies säubern. Ah, die Tür auch wieder zu. Ah, Pike ist auch wieder da, also müssen wir wieder da rumgehen. Ich meine, ich kann es auch kaputt hauen, aber die soll doch lieber für Zombies als Falle bleiben. Ne, hier bestimmt auch wieder welche, ne? Ja, weg. Denn jetzt was Schönes im Auto? Nein. Wieder der scheiß Geier. Oh, mit den Wurstfingern die AK erwischt. So, stimmt der? Kühltruhe. Der ist auch wieder lootbar. Oh, immer eine 5er Batterie. Diesmal nicht Feral. Komm mal hoch hier. Oh, hat sie mir gleich eingegeben, die Drecksau.
Nichts zu sehen. Ne, für rein? Nö. Hier bin ich, komm her hier. Drinnen bleiben. Achso, ich darf jetzt auch nicht rausgehen. Das ist ja natürlich jetzt blöd, wenn ich ablegen muss. Also schmeiß hier irgendeinen Scheiß einfach weg. Nein, vier Plätze nur noch. Es gibt zwar der Hauptraum, aber ist ja noch irgendein Scherge. Ansonsten schmeißen wir hier, was weiß ich, irgendwie in den Mülleimer irgendwas rein. Wenn wir es nicht mehr mitkriegen. Oh, hier ist schon wieder ein Buch. Ödlandschätze, Türknäufe. Wusstest du, dass viele Türknäufe oder Bestandteile wie Scharniere aus Messing gemacht werden? Patronenhülsen sind aus Messing. Lerne, wie du Messing aus Türen sammelst und leide nie wieder unter Patronenmangel. Ja, wunderbar. Noch Machetenteile? Ja, das geht schon. Achso, das kann ich ja lesen. Dann ist ja nur noch die Fressenkiste. Ja, die kriegen wir nicht mehr mit. Was können wir denn hier mal reinballern? Oder ich zerschredder einfach irgendwas. Hier, Blei haben wir sowieso schon. Steak. Schreddern. Was haben wir denn noch hier? Dose. Haben wir schon Metall? Nee. Seien wir ganz ehrlich. Mais und Wasser. Brauche ich eigentlich nicht. Komm, wir schreddern das. Wir schreddern das. Dann ein Döschen noch mit und der Mais kann hier bleiben. Da sind wir auch full. Jo, haben wir mal so einen Säuberungsauftrag erledigt. Hätten die mir nicht wenigstens mal die Tür aufmachen können? Jetzt kein Bock außen rum zu rennen. So, den eiern wir wieder nach Hause. Jetzt so die Megateile haben wir nicht gefunden. Was war denn das gerade? Ach, nur ein Zombie. Och, jetzt klingelt das an der Tür. Oh, sorry Leute, ich halte mal hier meinen Trailer kurz an. Und ich mache dann hier mal kurz einen Cut. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Und was ich immer bei diesem Ablegen vergesse ist, wie war das? Genau, hier. Sachen, die schon drin sind. Den Knopf, den vergesse ich immer. Da kann man das immer viel besser sortieren. I'll sell you good. But if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Dann sei froh, dass ich dich nicht erschießen kann. So, es gibt 3000 EP, ein paar Jetons und jetzt darf ich wählen. Ja, dann nehme ich natürlich Nadel und Fadenband 4, ne, ist ja klar.
Wüstenbekleidung trotz der Hitze und lerne Shorts, Muskelshirt, T-Shirts und Hüte zu fertigen, die dich nicht nur cool aussehen lassen, sondern auch noch kühlen. Ja, das nehmen wir. Ja, ihr, vergiss es. Das lesen wir natürlich auch gleich noch. Ja, wunderbar. So, und jetzt nach Hause. Hey, komme ich hier schon wieder ohne eine Geierattacke durch? Das ist ja unfassbar. Ja, dann wollen wir jetzt schön ablegen. Dann heißt es wieder Ressourcen sammeln. Nur noch 5 Tage Zeit bis zum Blood Moon. Es wird wahrscheinlich mit den XP ganz schön eng werden, dass wir Stahl noch erreichen. Eigentlich habe ich doch im Moment genug frei. Komm, ey, wir fangen hier schon mal mit dem Hacken an. Nicht erwischt, schade. Habe ich nicht eben noch was gehört? Ich will jetzt ja auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben auch schon ganz lange, glaube ich, keine Hunde-Bärenhorde mehr gehabt. Ich könnte natürlich auch mal um die Ecke kommen. Ich habe hier immer noch ein paar Bäume mit. Den ist ein Reh. Der erste Schlag eben war ein bisschen sehr optimistisch. Na, wir brauchen schon noch ein bisschen mehr. Damit uns nicht gleich wieder die nächsten Tage ausgeht. Na komm, wir machen hier schon mal die 6000 voll.
Ich will immer zwischen den Bäumen laufen. Nee, das ist natürlich. Laufen? Das ist natürlich ganz schlecht. Dann ist die Ausdauer immer weg. Komm, das ist mir jetzt aber zu weit. Ja, 4-7. Panik. War wahrscheinlich wieder mein eigener Schritt. Komm hier auf dem Rückweg zur Karre. Nehmen wir ein paar Bäume mit, wenn welche kommen. Oh, da sind wir hier fertig. Soll reichen. Ey, wie ist das hier? Oh, da kommt schon wieder Suppe. Geil, man sieht gar nichts da vorne. Das Dorf müsste eigentlich gleich anfangen. Oh, da sind die ersten Häuser. Warte mal, wir fahren hier auch so rum. Oh, Hundehütte? Und voll gegen Zaun gebrettert. Ach Mist, nee. Da komm ich auch ganz schlecht durch.
Und home sweet home. Ja, und da sind wir wieder zu Hause und da haben wir auch hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis denne und ciao.